Produktionsmängel, technische Mängel. Das Tesla Model 3 stand in den Schlagzeilen das letzte Jahr nicht immer positiv. Doch es hat es nach Österreich geschafft und wir von Autogott.at dürfen es heute für euch testen. Herzlich willkommen beim Autogott.at Test, heute mit dem neuen Tesla Model 3. Das Tesla Model 3 gibt es in zwei Varianten, in der Variante Langstreckenbatterie und in der Variante Performance. Langstreckenbatterie ist ein bisschen günstiger, dafür ein bisschen mehr Reichweite. Performance ist natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen kraftvoller. Dafür laut Herstellerangaben 30 Kilometer weniger Reichweite. Wir haben hier vor uns das Tesla Model 3 in der Variante Performance. Das Tesla Model 3, so wie es hier steht, hat eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 260 km/h und eine Reichweite von 530 Kilometern. Allerdings wird diese Reichweite noch nicht voll ausgeschöpft, da der Akku mehrere Ladezyklen laden muss, bis die Reichweite erreicht werden kann und dieses Modell ist einfach noch zu neu dafür. Das hat erst 670 Kilometer am Tacho. Das Tesla Model 3 hat zwei Motoren, einen an der Vorderachse und einen an der Hinterachse. Damit hat es Allradantrieb, der elektronisch gesteuert wird. Schauen wir eine Runde um das Auto. Das ist der Key to Success. Mit meinem Smartphone kann ich den Tesla steuern. Ich kann zum Beispiel den Tesla entriegeln und verriegeln. Das erkennt man an den Spiegeln. Jetzt ist er aufgesperrt. Die Lichter brennen. Ich kann den vorderen Kofferraum aufmachen. Man sieht hier einen schönen Stauraum für einen Einkauf oder andere Sachen. Wir sehen hier die 20 Zoll Felgen, die beim Tesla Model 3 Performance dabei sind. Und wir sehen rund um das ganze Automodell Kameras, die funktionieren müssen, um die Autopilot-Funktion zu gewährleisten. Wir sehen hier eine Kamera, wir sehen aber auch hier vorne eine Kamera. Wir sehen schön verbaute Türgriffe in die Karosserie rein verbaut, die durch Drücken geöffnet werden können. Rahmenlose Fenster vorne und hinten. Ich kann natürlich den hinteren Kofferraum genauso wie den vorderen Kofferraum öffnen mit der App. Also er öffnet nicht selbstständig, er entriegelt selbstständig. Ich brauche dann nirgends mehr hindrücken. Ich habe hier hinten den Ladestutzen, das ist die Ladeöffnung, da kann ich dann den Tesla an den Strom stecken. Der Tesla hat hinten einen Kofferraum und vorne aber auch einen Gepäcksraum. Warum ist das möglich? Tesla ist ein rein elektrisches Auto, wie wir alle wissen. Die Akkus und die Motoren sind unterhalb des Teslas verbaut, also der Akku ist in der Mitte des Autos verbaut, hier unten. Die Motoren sind immer bei den Rädern, also ein Motor hinten, ein Motor vorne, ein Motor, der die Hinterräder steuert, ein Motor, der die Vorderräder steuert. Deswegen habe ich zwei Stauräume. Das Kofferraumvolumen beträgt 425 Liter. Das ist nicht groß, das ist nicht klein, das ist Durchschnitt. Der einzige Nachteil ist, dass die Öffnung ziemlich schmal ist. Somit tut man sich schwer, sperrige Dinge da rein zu bekommen. Aber es geht relativ weit in die Tiefe, das ist sehr schön. Und man hat hier unten noch einen zweiten Boden, der natürlich für die Ladekabel reserviert ist. Vorne findet man neben dem Gepäcksraum fast gar nichts. Man findet nur einen Behälter für die Scheibenwaschanlage. Bei einem herkömmlichen Verbrennerauto ist vorne natürlich der Motor verbaut, wo man Ölwechsel machen kann und so weiter und so fort. Ein Elektroauto ist in der Hinsicht wartungsfrei. Wir befinden uns im Innenraum des Tesla Model 3 und machen jetzt eine kleine Probefahrt. Und schauen wir mal, was der Tesla so kann. Zum Starten muss ich einfach auf das Bremspedal drücken und den Hebel nach oben oder nach unten drücken, je nachdem, ob ich zuerst Retour oder nach vorfahren will. In dem Fall will ich jetzt Retour fahren, drücke den Hebel nach oben, sehe die Rückfahrkamera und los geht's. Solltet ihr das Motorengeräusch jetzt vermissen, das ist ein Elektroauto. Wir lassen uns durch Lautstärke nicht mehr stören. Einen Schaltknopf oder ähnliches suche ich hier vergeblich. Ich habe lediglich diesen Schaltknopf, um meine Automatik zu steuern. Jetzt winken wir noch kurz, Papa. Da
Das heißt, ich habe hier einen Schaltknopf. Hier kann ich den Retourgang und den Vorwärtsgang einlegen und auf Neutral schalten. Außerdem kann ich mit diesem Hebel den Autopilot starten und den Tempomat starten. Und dann habe ich auf der anderen Seite den Blinkerhebel. Mit dem Hebel kann ich den Blinker betätigen und die Scheibenwaschanlage starten. Ansonsten steuere ich in Tesla Model 3 alles über diesen Multifunktionsbildschirm. Das ist quasi das Hirn des Autos. Hier kann ich alles steuern. Wir fangen jetzt an, auf einer Serpentinenstraße zu fahren. Man merkt, dass der Tesla den Schwerpunkt sehr tief hat und dadurch wirklich stabil auf der Straße liegt. Ich kann die Kurven dadurch in einer höheren Geschwindigkeit als in einem anderen Auto nehmen. Wir fahren jetzt bergab. Durch die Rekuperation des Tesla Model 3 brauche ich das Bremspedal gar nicht betätigen, da der Widerstand beim Verlassen des Gaspedals so hoch ist, dass er automatisch für mich bremst und gleichzeitig dabei ladet, wie man hier sieht an dem grünen Balken. Jetzt verbrauche ich Energie, das ist der schwarze Balken. Jetzt gehe ich runter und wir bremsen. Und er ladet. Ich sehe hier die wichtigsten Informationen für den Fahrer. Oben die Geschwindigkeit, darunter den gewählten Gang, also derzeit Drive für Automatik, also derzeit Drive für Fahren. Da die Restreichweite, da sehe ich die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung, die gilt. Da ist schon Vorbereitung auf Tempomat. Und wenn das Lenkrad erscheint, kann ich den Autopiloten aktivieren. Auf einer Bergstraße darf ich das natürlich nicht machen und da ich mich an die Gesetze halte, mache ich das auch nicht. Dass er auf einer Serpentinenstraße funktioniert, hat uns das Tesla Model S schon auf der Wiener Höhenstraße bewiesen. Mit den drei Tasten weiter unten kann ich die Rückfahrkamera aktivieren und auch während der Fahrt schauen, was hinten los ist. Ich kann den Ladestand beobachten und ich kann die Sprachsteuerung starten. Wie schon gesagt, die Zentrale, das Hirn, befindet sich alles hier drinnen. Ich kann auch die Scheibenwischer hier aktivieren, nicht hier an einem Hebel. Das Einzige, was ich mit den Hebeln mache, wie gesagt, ist den Gang wählen, Drive, Retour, Neutral, Tempomat, Autopilot aktivieren und blinken. Wie man hier sieht, kann der Tesla auch sehr schön die Kurven fahren, hat einen sehr schönen Lenkradius. Ich brauche beim Lenkrad eigentlich gar nicht umgreifen. Ich habe das Lenkrad in der Dreiviertel-3-Haltung, sportliche Haltung, und kann quasi mit dieser Haltung 90% aller Kurven fahren. Das ist wirklich angenehm. Ich aktiviere gleich den Autopilot. Wir fahren nämlich gerade Richtung Autobahn. Und seit wenigen Wochen ist es in Österreich erlaubt, mit einem Spurhalteassistenten und mit einem adaptiven Automaten auf der Autobahn zu fahren, ohne die Hände am Lenkrad haben zu müssen. Und wir testen jetzt, ob das gut funktioniert. Dank des hohen Drehmoments ist das Beschleunigen kein Problem. Der Tesla schafft es in 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Und wir sehen jetzt hier dieses Lenkrad. Und durch zweimal Betätigen ist der Autopilot aktiviert. Ich muss noch kurz die Hände am Lenkrad halten und jetzt da schalte ich die Geschwindigkeit auf angenehme 130, wie sie auch hier erlaubt ist. Und wir sehen, ich fahre. Also ich fahre nicht, der Tesla fährt. Ich muss nur manchmal kurz das Lenkrad berühren. Aber im Endeffekt fährt jetzt da nur der Tesla und nicht ich. Ja, während wir mit dem Autopilot fahren, können wir uns ein bisschen den Innenraum anschauen. Und zwar gibt es hier elektrische Fensterheber für alle vier Fenster im Innenraum. Es gibt hier Tasten, mit denen man die Tür aufmachen kann. Das heißt, man braucht keinen Hebel drücken, man kann eine Taste drücken und die Tür springt auf. Die Fenster sind alle rahmenlos. Das heißt, sie gehen ein bisschen runter beim Türöffnen. Das vordere Armaturenbrett ist zweifärbig gehalten. Wir haben hier weiße Sitze und ein weißes Element hier vorne. Das ist so ein Deko-Element, das ist auch aufpreispflichtig, wenn man einen weißen Innenraum haben will. Das ist ein Hartplastik. Ja, der Innenraum wirkt meiner Meinung nach ziemlich nüchtern, aber das passt perfekt zu dem Auto, dadurch, dass es kein Tacho da vorne gibt, sondern wie gesagt, die Zentrale da vorne ist, können auch wir uns auf die Mitte konzentrieren und sind nicht von verschiedensten Anzeigen abgelenkt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Panoramadach.
Das geht von hier vorne ganz nach hinten. Das ist sehr schön. Es ist ein bisschen gedämmt. Es ist UV-geschützt und auch hitzegeschützt. Das heißt, wenn im Hochsommer die Sonne da reinstrahlt, wird es aufgrund der Sonne im Auto nicht unverhältnismäßig warm aufgrund des Daches. Und ich verlasse jetzt in 850 Metern die Autobahn. Deswegen werde ich jetzt da den Autopiloten auch verlassen. Wie gesagt, in Österreich ist es auf der Autobahn erlaubt, ihn zu aktivieren und zu verwenden, und es hat ohne Probleme funktioniert. Man fühlt sich sicher, er hält Abstand, er wechselt keine Spur, er haltet die Spur. Ich habe hier unten ein Schnellmenü. Wenn ich auf das Auto klicke, kann ich beim Schnellzugriff kann ich die Außenbeleuchtung einschalten, ich kann die Spiegel einklappen, ausklappen, ich kann die Lenksäule anpassen, das Lenkrad anpassen, ich kann die Fenster sperren, dass, wenn ich Kinder im Auto habe, dass die das Fenster nicht aufmachen können. Die Helligkeit des Displays kann ich steuern. Und ein kleiner Fun Fact: Das Handschuhfach lässt sich ausschließlich über den Bildschirm öffnen, mit dem Druck auf diese Taste. Man kann hier den Autopilot konfigurieren. Den Vollgasabstand kann man hier einschalten, Lenkradassistent herbeirufen kann man aktivieren. Beim Herbeirufen kann das Auto alleine, ohne dass wer drinnen sitzt, zu dem Fahrer oder zu der Fahrerin fahren, indem man das Mobiltelefon in der Hand hat. Das Tesla Model 3 ist in Europa ziemlich erfolgreich gestartet. Seit Anfang des Jahres wird das Modell 3 ausgeliefert und es zählt bereits jetzt zu dem meistverkauften Auto seiner Klasse. Das heißt, das Tesla Model 3 wurde im letzten Monat am öftesten gekauft in Europa von Kunden, und zu seiner Klasse zählen Autos wie der Audi A4, die Mercedes C-Klasse oder der 3er BMW. Außerdem war das Tesla Model 3 im vergangenen Monat das meistverkaufte Elektroauto auch in Europa. Wer übrigens mehr von Tesla und über Tesla wissen will, der kann bei uns im Autogott.at-Blog nachlesen. Es gibt einen ziemlich ausführlichen Artikel über Tesla, wo auch Facts über das Tesla Model 3 drinnen steht. Ja, zum Sitzkomfort kann ich sagen, ich sitze sehr gut in diesen Sitzen. Es ist sehr angenehm, mit dem zu fahren. Ich kann mir auch vorstellen, mit dem längere Strecken zu fahren. Das Lenkrad hat die perfekte Größe für mich. Es liegt wirklich gut in der Hand. Die Sitzposition ist perfekt. Die Sitze sind übrigens elektrisch verstellbar und man kann Fahrprofile anlegen. Das heißt, auch die Sitze haben eine Memory-Funktion. Wenn jemand anderer fährt, braucht man einfach das andere Fahrprofil anlegen. Und mein Fahrprofil rufe ich dann wieder auf, wenn ich wieder einsteige. Und alles ist so wie vorher. Während der Fahrt ist der Innenraum relativ ruhig und relativ gut gedämmt. Das haben wir jetzt auf der Autobahn gemerkt. Motorgeräusche fallen bei einem Elektroauto eh weg, aber auch die Geräusche vom Umgebungsverkehr waren nicht zu hören oder nicht viel zu hören. So wie schon mehrmals erwähnt, der Bildschirm, der Multifunktionsbildschirm, ist das Herz des Tesla Model 3. Alle Steuerungen gehen von diesem Bildschirm aus. Das heißt, man kann hier Radiosender wählen, man kann hier die Klimaanlage steuern, die Temperatur im Innenraum, man kann hier die Sitzheizungen steuern und man kann Licht aufdrehen, Scheibenwischer aufdrehen und so weiter und so fort. Also alle wichtigen Steuerungen gehen nur noch von diesem Bildschirm aus. Es gibt keine Tasten mehr hier irgendwo versteckt. Das Multifunktionslenkrad, das besteht eigentlich nur aus zwei Drehknöpfen. Die kann man nach oben und nach unten drehen, nach links und nach rechts kippen. Und damit kann man die Lautstärke des Radios regeln, den Spurhalteassistenten einstellen und kalibrieren und den Tempomat auch einstellen. Das Blickfeld des Fahrers ist natürlich gerade vor, aber auch der linke Streifen ist noch in meinem Blickfeld. Das heißt, die wichtigsten Informationen, die ich während der Fahrt brauche, sehe ich, ohne vom Verkehr abgelenkt zu sein. Normalerweise hat man ja das Ganze unterm Lenkrad, wenn man in den Tacho schaut. Im Tesla Model 3 hat man das nicht. Da schaut man auf das Multifunktionsdisplay. Warum hat Tesla das so gemacht? Natürlich, um Kosten zu sparen. Weil ein Display hier vorne kostet natürlich mehr oder zusätzlich Geld, als wenn man alles auf ein Display gibt. Aber durch das Layout des Displays hat man das sehr gut gelöst, weil die wichtigsten Funktionen und die wichtigsten Informationen
sind alle hier einstellbar und ablesbar. Ich sehe hier die Fußgänger, ich sehe hier Autos, die rund um mich fahren und parken. Jetzt steht vor mir gerade ein LKW und ich sehe hier auch ein Symbol für einen LKW. Hier parkt ein Auto, das Auto sieht man hier, daneben parkt ein Auto, das Auto sieht man hier. Das zeichnen alles Kameras und Sensoren auf, die rund um das Tesla Model 3 angebracht sind. Und diese Kameras und Sensoren bilden dann natürlich die Grundlage für den Autopiloten. Die Kameradaten und die Sensorendaten und mein Fahrverhalten, das wird alles an Tesla geschickt. Und dadurch ist es der Firma möglich, die autonomen Fahreigenschaften zu verbessern. Weil jeder User gleichzeitig ein Tester ist. Eine Einstellungssache, die ich vorgenommen habe, ist, dass wenn ich stehen bleibe, soll die Haltebremse kommen. Das heißt, ich kann jetzt von der Bremse runtergehen und der Tesla steht. Er fängt nicht an zu rollen. Das kann man alles im Menü umstellen. Man kann einstellen, dass wenn man von der Bremse geht, dass er automatisch zu rollen beginnt. Das ist Geschmackssache. Ich habe es lieber so. Und wenn ich jetzt aufs Gaspedal tippe, dann fängt er leicht zu rollen an. Ich kann das Lenkverhalten individuell einstellen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auf sportlich. Und ich kann das Fahrverhalten individuell einstellen. Das habe ich auf Komfort. Sportlich heißt, die Lenkung ist direkt. Kleine Lenkbewegungen merkt das Auto schon. Komfort wäre natürlich alles etwas schwammiger. Auch beim Fahrverhalten ist es dasselbe. Wenn das Fahrzeug sportlich eingestellt ist, ist ein kleiner Tipp schon mehr Beschleunigung als im Komfortmodus. Da ist alles ein bisschen gemächlicher und gemütlicher. Drücke ich hier drauf, sehe ich die Rückfahrkamera und ich sehe das Auto, was hinter mir fährt. Die Rückfahrkamera kann auch während des Fahrens angelassen werden und ich habe immer im Blick, was hinter mir passiert. Wenn einmal ein schönes Auto hinter mir fährt, kann ich das während der Fahrt natürlich beobachten. Aber wenn man mit einem Tesla Model 3 fährt, gibt es wenig schönere Autos. Wenn man jetzt sagt, dass es ein Sicherheitsrisiko ist, auf ein Touch-Display, wo man keine haptischen Tasten hat, Einstellungen während der Fahrt vornehmen zu müssen, den kann ich beruhigen. Man gewöhnt sich ziemlich schnell an das Display und alle wichtigen Einstellungen sind gut zu erreichen und sind auch markiert durch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast. Dadurch kann ich mich schon viel besser orientieren und die wichtigsten Einstellungen vornehmen. Wenn ich zum Beispiel auf Musik drücke, erscheint die Einstellung, die ich das letzte Mal gewählt habe. Das ist in dem Fall Radio. Ich kann aber auch Spotify hören. In jedem Tesla ist ein Spotify-Konto angemeldet. Ich kann zu meinem Telefon gehen. Ich kann TuneIn, das ist ein Internetradio-Service, wählen und eben Internetradio hören. Das heißt, im Tesla habe ich die Möglichkeit, weltweit Radio zu hören. Ob das jetzt ein Sender aus der Dominikanischen Republik ist, aus Nordamerika oder aus Österreich, es ist dem Tesla völlig egal. Mit TuneIn kann man alles empfangen. Wenn ich keine Musik will, kann ich hier die Lüftung steuern und die Klimaanlage steuern. In der Mitte habe ich die Temperaturregelung. Ich kann aber auch steuern, wie die Lüftung bläst. Und das kann ich mit einem per Touch-Display machen. Ich kann hier die Lüftungsströme steuern. Rauf, runter, hoppla, ja, rauf, runter. Also ich muss nicht mehr hier herum, sondern ich kann alles wirklich zentral von einem Punkt aus steuern im Tesla. Und das macht das Fahren wirklich angenehm. Ich traue mich sogar behaupten, dass Tesla uns schon zeigt, wie das Fahren von morgen sein soll, nicht sein kann, sondern sein soll. Denn was ist komfortabler, als alles von einem Ort aus bedienen zu können? Unser Tesla Performance hat Vollausstattung. Alles, was der Tesla haben kann, hat dieser Tesla. Das heißt, er hat diese größeren Felgen, er hat die schöneren Pedale, er hat bessere Bremsen, er hat mehr Power und er hat, siehe da, bei der Temperatureinstellung im ganzen Raum Sitzheizungen. Ich habe sogar im mittleren hinteren Sitz kann ich die Sitzheizung aktivieren. Die Sitzheizung kann ich allerdings nur von vorne steuern. Wenn ich jetzt rechts hinten die Sitzheizung aufdrehe, sitzt die Regie hinten auf einem heißen Stuhl und kann aber nichts dagegen machen. Sie müssen jetzt hoffen, dass ich nett bin und die Sitzheizung wieder abschalte, weil es ist heiß draußen. Gott sei Dank bin ich heute gut aufgelegt und drehe die Sitzheizung jetzt natürlich wieder zurück. Auch die Grafiken sind sehr schön gemacht. Also das ist 3D, diese 3D-Zeichnung vom Tesla Model 3, das ist wirklich sehr schön und detailreich. Sogar die
Becherhalter, sogar die Buchse vom Gurt ist eingezeichnet. Das ist wirklich, wirklich sehr schön designt. Default sieht man hier die Karte. Das ist eine Version von Google Maps. Und ich kann hier wie gewohnt auf Navigieren drücken, eine Adresse eingeben meiner Wahl und mich dann dort hin navigieren lassen, sogar mit Echtzeitverkehr, weil wir ja mit dem Internet verbunden sind. Ich habe mein Smartphone hier und auf diesem habe ich die Tesla-App installiert. Die Tesla-App ist ziemlich mächtig und eigentlich das zweite Herzstück des Autos. Multifunktionsdisplay, wo man alles steuern kann, ist das erste Herzstück. Die Tesla-App ist das zweite Herzstück. Warum? Ich kann die Tesla-App als Schlüssel verwenden. Das heißt, ich kann mit der App das Auto versperren und entriegeln. Ich kann aber auch von der Ferne das Auto mit der App überwachen. Das heißt, ich kann zum Beispiel jederzeit die Temperatur im Innenraum herausfinden, indem ich die App öffne. Das ist vor allem in der Früh und vor allem im Winter praktisch, weil heute in der Früh habe ich in die App geschaut. Der Innenraum war ganze 4 Grad heiß und ich habe dann die Klimaanlage aufgedreht eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bevor ich ins Auto gestiegen bin, auf 22 Grad und bin dann in ein warmes Auto gestiegen. Das ist natürlich auch praktisch für andere Leute, weil die App natürlich als Autoschlüssel dienen kann. Das heißt, ich kann jedem Fahrer diese App installieren, vorausgesetzt ein Smartphone ist im Besitz. Und jeder Fahrer kann dann mit dieser App das Auto öffnen, schließen und starten. Das heißt in weiterer Folge, dass ich den Autoschlüssel nicht brauche. Der Autoschlüssel beim Tesla ist übrigens eine Scheckkarte, also es gibt keinen Autoschlüssel mehr. Aber ich muss diese Karte nicht rumreichen und sagen, da hast, nimm du den Schlüssel, fahr du mit dem Auto, sondern ich gehe einfach zu dem Auto, öffne es mit der App und fahr weg. Ja, das ist Autofahren und Autobesitzen von morgen. Und natürlich heute, weil jemand, der das Tesla Model 3 besitzt, der kommt schon in den Genuss dieser ganzen Features. Die natürlich nicht nur lustig sind, sondern auch sinnvoll sind und Sinn machen. Lustig hingegen sind die sogenannten Easter Eggs, die es beim Tesla gibt. Wenn man auf das Tesla-Logo klickt und ein bisschen wartet, kann man zum Beispiel furzen. Oder nicht man kann furzen, sondern der Tesla kann furzen. Es gibt auch verschiedene Arten von Furzen. Es gibt den hosenzerreißenden Furz, es gibt den Falcon Heavy Überfurz, Neurastik, Fürzchen und ich bin so albern, das ist eine Random-Funktion. Ich führe das jetzt mal live vor. Nicht ich führe das live vor, natürlich das Tesla Model 3 führt das live vor. Hört's ja? Immer wieder andere Furze. Ich gehe mit dem Mikrofon hin. Super, hä? Was gibt's noch? Nebenfurzen? Man kann zum Beispiel nicht romantisch machen, aber man kann es romantisch machen, dass da ein Lagerfeuer entsteht, aber nur im geparkten Zustand. Ich kann hier aber malen, was auch immer ich will, ein Herz, ein Luftballon. Ich kann nicht malen. Also Tesla lässt sich da immer wieder was einfallen und das heißt ja nicht, dass das für immer die Easter Eggs sind, es kommen neue dazu. Das ist das Gute daran. Weil, und das ist auch neu in der Autobranche, Tesla ermöglicht Over-the-Air-Updates. Das heißt, mit WLAN-Verbindung oder auch Mobilfunkverbindung, wenn man das will, kann man Updates erhalten und man hat so die neuesten Features, die das Auto kann, bei sich im Auto. Sofort und live. Der Tesla hat viele Kameras und Sensoren rund ums Auto montiert und angebracht, wie ich vorher schon erwähnt habe. Und dadurch kann ich natürlich Funktionen hinzufügen, indem ich die Software update und aber auch Funktionen, die vielleicht eine Sicherheitslücke haben, wieder weggeben. Andere Autos kauft man mit einer Ausstattung, die vorgegeben ist und wenn man da was dazu haben will, zum Beispiel einen Tempomaten, braucht man vielleicht einen neuen Hebel und eine Freischaltung, eine teure beim Händler, dass auch die Funktion dann gegeben ist. Das fällt beim Tesla weg. Ja, man kann den Tesla schon konfigurieren, man kann schon die Autopilot-Funktion mitbestellen, man kann sie aber im Nachhinein auch freischalten lassen. Das ist ein bisschen teurer, als wenn man sie gleich mitbestellt, aber
Tesla agiert hier völlig transparent. Man weiß schon im Vorhinein, welche Kosten auf einen zukommen würden, wenn dieser oder jener Fall eintritt. Also wenn man bei einer herkömmlichen Marke, und ich sage herkömmlich, weil Tesla ja noch ziemlich neu am Automarkt ist, vor allem in Österreich, eine Sonderausstattung im Nachhinein haben will, hat man keine Ahnung, was das kostet. Bei Tesla sieht man schon in der Konfiguration, der Tempomat kostet so und so viel. Wenn man das im Nachhinein freischalten will, das Feature, kostet es dann so und so viel. Das ist natürlich kundenorientiert und freundlich, weil man gleich weiß, was auf einen zukommt und so auch noch leichter abschätzen kann, was ist mir wichtig beim Autokauf, brauche ich das, will ich das oder verzichte ich einmal drauf und es ist es mir wert, dann im Nachhinein um ein bisschen mehr Geld freischalten zu lassen. Mir gefällt am Tesla sehr gut das frische Design, mir gefällt das Cockpit sehr gut, dass der Multifunktionsbildschirm im Zentrum des Cockpits steht, aber sonst auf alle Spielereien verzichtet wurde. Das ist ein ziemlich nüchternes Cockpit. Man sieht wirklich nur den Multifunktionsbildschirm, weil es sonst nichts anderes zu sehen gibt. Das ist alles andere schlicht und unaufregend, aber so soll es sein. Der Fokus wird auf das Wichtigste gelegt und das Wichtigste ist nun mal das Steuerungselement. Von außen schaut der Tesla auch wunderschön aus. Im Gegensatz zum Tesla Model S wirkt er noch ein bisschen dynamischer, noch ein bisschen fertiger. Es gibt natürlich noch ein paar Produktionsmängel. Man sieht zum Beispiel von dem Punktschweißgerät noch die Narben. Ja, das gibt es, das sind Kinderkrankheiten. Manche sagen, um den Preis darf ich das nicht sehen. Ich sage wiederum, es ist ein Tesla. Der Tesla hat den Fokus nicht auf das Design, sondern der Fokus liegt wirklich auf der Technologie. Und die ist laut Expertenmeinung seinesgleichen suchend, nach wie vor. Jetzt sind wir wirklich innerhalb des Gürtels. Das heißt, innerhalb des Gürtels immer wieder Schwierigkeiten, Parkplätze zu finden. Er hat die Parklücke gefunden. Ich gebe den Rückwärtsgang ein. Blinkt natürlich, das sollte hinter mir wer kommen. Sieht, und jetzt wird das Parken ausgeführt. Schauen wir mal, ob er es schafft. Da ist die Parklücke, man sieht es hier am Bildschirm. Er fängt an zu lenken, ich mache nichts, ich habe meine Beine frei und er parkt. Schauen wir mal, ob vorne der Abstand gehalten wird. Ich habe keine Angst. Ja, schaut gut aus. Die Felgen sind noch heil. Er verlangsamt sein Tempo um rein. Er steht schief drinnen. Ich merke auch, dass er schief drinnen ist. Aber er lenkt selbstständig ein. Schaut. So. Parken abgeschlossen. Position P für Parken, weil wir parken ja jetzt da. Das heißt, das Auto ist zum Aussteigen bereit und ich stehe jetzt in der Parklücke. Ja, ich befinde mich jetzt im Hinterraum des Tesla Model 3. Auch hier habe ich viel Platz, ich habe viel Beinfreiheit. Es ist so viel Abstand bis zum Vordersitz. Ich habe auch viel Fußfreiheit, also ich kann meine Füße frei bewegen, ohne sie verrenken zu müssen. Hier ist Hartplastik. Ich habe auch hinten elektrische Fensterheber. Funktionieren einwandfrei und auch die hinteren Gäste kommen in den Genuss eines Glaspanoramadachs. So, auch der Hinterraum ist mit LED-Leuchten bestückt. Das heißt, ich habe hinten auch eine LED-Beleuchtung, die für ein schönes, helles Ambiente im Dunkeln sorgen. Die Lüftung kommt aus der Mitte zentral rauf. Ist analog verstellbar, nicht wie vorne über ein Touch-Display. Da ist wie in guten alten Zeiten, kann ich die Lüftung analog einstellen. Und dann habe ich hier hinten auch noch zwei USB-Anschlüsse. Smartphone laden, Tablet laden, was auch immer. Der einzige Kritikpunkt ist vielleicht die Rückseite der Vordersitze. Das ist ein plumpes Hartplastik. Aber andererseits, wenn man bedenkt, dass Elon Musk das Tesla Model 3 um $35.000 verkaufen will, dann muss man irgendwo einsparen und hier tut es wahrscheinlich am wenigsten weh. Das Tesla Model 3 kostet über 70.000 Euro, natürlich in unserer Ausstattung. Es gibt ihn auch für unter 60.000 Euro. Ob einem das wert ist, das muss jeder natürlich für sich entscheiden. Ja, hier und da gibt es Verarbeitungselemente, die nicht ganz in Ordnung sind oder die schöner gemacht werden hätten können,
Aber im Endeffekt muss man sagen, Fokus ist auf Performance gelegt. Fokus ist auf einen guten Akku, auf einen guten Antrieb, auf Sicherheit, auf Autopilot und auf Funktionen, die man in anderen Autos sucht oder derzeit noch sucht, gelegt. Und wenn einem das viel wert ist, dann ist man mit einem Tesla sicher auf der richtigen Seite. Wir waren mit dem Tesla sehr zufrieden. Das Navigationssystem, der Autopilot, Spurhalteassistent, adaptiver Tempomat, alle Sachen funktionieren einwandfrei. Das Einparken, das automatische, funktioniert einwandfrei. So schön wie der Tesla jetzt in der Parklücke steht, das schafft ein normaler Mensch quasi nie. Das ist Wissenschaft, das Auto so reinzufahren, wie das der Autopilot für uns gemacht hat. Tesla zeigt uns, wie die Mobilität von morgen ausschauen wird. Sie sind nach wie vor Vorreiter in dem Gebiet und es war mir eine Ehre, mit so einem Auto fahren zu dürfen. Mm.